Leute, ich wollte gerade eine Testaufnahme starten, weil ich die Folge aufnehmen wollte. Aber jetzt gucke mal, was da vorne steht. Mal abgesehen von irgendeinem Zombie oder irgendwas. Im Prinzip genau das, was wir brauchen, wenn er das Richtige dabei hat. Das ist die große Frage. Wir werden es sehen. Na komm. Jawohl, da ist das Ding. Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt wollte ich gerade die Anmord machen. Jetzt ist hier einfach noch so ein Typ. Wenn wir jetzt gleich die zweite noch hinterher bekommen, dann fresse ich einen Besen, ey. Alter Falter. Wo ist mein Besen? Nice. Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Omnia. Das war ja eine verflixte Angelegenheit gerade. Also wie gesagt, ich wollte gerade die Testaufnahme starten, war dunkel. Und dann steht halt dieser Enderman-Typ vor mir. Ich meine, das war in gewisser Weise heute auch so ein bisschen das Ziel der Folge. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ja okay, ich mache die Anmod und stelle mich dann irgendwo nachts mal auf die Lauer und suche die Viecher. Und ja, jetzt sind die einfach da gewesen. Grandios. Ich war ja mit dem einen schon zufrieden, aber jetzt haben wir gleich beide bekommen. Warum, wieso und weshalb wir das Zeug brauchen, da kommen wir gleich dazu. Erstmal noch eine andere Sache. Am Freitag war wieder Livestream. Es war wieder unglaublich krass. Also, es bockt halt ungemein. Also ich denke mal, wir werden diesen Freitag einfach fix für dieses Projekt, sag ich mal, reservieren. Es macht unglaublich viel Spaß. Und wir sind auch unglaublich produktiv. Ja, wir haben, glaube ich, alle möglichen Pflanzenarten organisiert, die es gibt. Zumindest in Bezug auf Vanilla Minecraft und diesen XL Food Stuff Mod, der mir dabei ist. Und ja, dann haben wir hier so eine kleine Überdachung noch gebaut und haben den ganzen Kram hier in kleinem Stil angepflanzt. Ja, ich wollte es nicht übertreiben, weil ich so dachte, ja, okay, so ein paar Sachen kann man ja immer mal gebrauchen, aber so ultra groß oder in größerer Anordnung wie das Weizenfeld oder so, brauchen wir das Zeug nicht. Zumindest noch nicht, wer weiß. Genau, ansonsten haben wir Bäume gesammelt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, sogar noch mehr. Wir hatten auf dem Weg noch genau Mahagoni und so weiter gefunden. Warte mal, sehen wir das noch auf der Map, wo wir waren? Wir sind nämlich einmal hier hochgelatscht, haben dann gesagt, nee, das mit dem Ozean ist uns zu blöd. Dann haben wir ein Icebike-Biom gefunden, sind hier beinahe von irgendwelchen Drowned-Typen erstochen worden mit ihrem Dreizack. Und ja, dann sind wir hier wieder runter, durch ein Sumpfbiom durch, haben uns das Zeug hier hinten angeschaut. Ja. Und dann haben wir nochmal eine Runde durch ein Icebike-Biom mit durchgedreht. Also, wir waren richtig viel unterwegs. Wir waren auch noch in der Schlucht drin, haben Zeug gesammelt. Und hier, dieses Biom hier, das war ultra hübsch. Ohne Mist. Ich bin jetzt zu faul, hier Sachen einzublenden, wie es aussieht. Aber das hatte so einen richtigen Karibik-Style. Wir haben viel gesehen, wir haben viel organisiert und wir haben viel Zeug. Und das ist genau das Richtige. Naja, viel Zeug haben wir eigentlich nicht. Also, so ressourcentechnisch geht da noch nicht so viel, aber genau deswegen brauchen wir die Enderperlen. Denn Ziel heute ist Strom. Achso, habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben auf dem Dach Solarpanels gebaut, die auch Energie haben. Dann dazu haben wir die Kabel von Cyclic genommen, weil es mit den anderen irgendwie nicht ging. Und jetzt geht es anscheinend auch mit den Kabeln von Cyclic nicht mehr. Na komm, der Crusher war in Betrieb, aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass der Crusher hier alles wegsaugt. So, diese Energiezelle hier, von der Modifikation Pova. Ich hatte die ja konfiguriert, dass sie hier auf Receive steht. Die stand aus unerklärlichen Gründen gerade auf Extract. Ich weiß nicht genau warum. Aber ja, auf jeden Fall, der Quascher läuft wieder. System ist wieder an. Ja, gut, dann ist das wohl so. Na gut, pass auf, wir schmeißen erstmal hier das olle Bone-Gedöns da rein, das Zeug da rein und das Zeug da rein. Und jetzt habe ich die richtige Seite im JEI schon aufgemacht, denn hier sind unsere beiden Mining Dim Portals, ja. Und ich denke mal, wir fangen erstmal ganz stumpf mit diesem normalen Gedöns an. Da brauchen wir gar nicht so viel für machen, wir brauchen nur die Bricks und das andere habe ich schon wieder vergessen. Verdammt. Haben wir noch Bricks überhaupt? Das sind nicht so viele, aber haben wir noch Clay? Clay haben wir da, sehr schön. Pass auf, dann. Genau, dann braten wir einfach mal so ein paar durch. Platz haben wir ja in dem Furnace hier, das sollte relativ zügig gehen. Und ja, ich bin halt immer so nebenbei hier am Rohstoffe durchverarbeiten, durch einen Crusher und durch den Ofen und so weiter, damit wir da immer so ein bisschen Reserve haben. Eisen ist schon alles durch, also es ist nicht so ein guter Bestand, ja, aber vielleicht ändern wir das ja mit der Farming-Dimension. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Genau, ansonsten hatten wir im Stream zum Ende hin nochmal schnell unsere Fluid-Extractors wieder aufgestellt, weil wir kein Latex mehr hatten. Und ich habe so gedacht, ja, so ein Tank in Reserve kann man eigentlich immer behalten. Weil, wer weiß, ob man den Kram nicht vielleicht nochmal braucht. Wie gesagt, wir testen momentan diesen ganzen Kleinkram hier so ein bisschen durch. Also, diese Pova-Mod, Cyclic oder WTBW, was auch immer, da gibt es definitiv
noch einige Inkompatibilitäten, was das angeht. Wir werden wahrscheinlich später dieses Problem nicht mehr so massiv haben, weil wir, sobald wir mit Mechanism angefangen haben, diese ganze Verkabelung, Produktion, Versorgung und so weiter, werden wir dann auf diese Mechanism-Kabel umstellen. Da können wir ein bisschen mehr konfigurieren, da haben wir ein bisschen mehr Spielraum und die sollten auch eigentlich ganz gut funktionieren. Ich sollte aufhören, sowas zu sagen. Aber ist okay. So, Bricks, ja, die brauchen noch ein bisschen. Ich denke mal, ich warte mal kurz ab, bis der Kram hier durchgelaufen ist und dann bauen wir mal das erste DIMM-Portal zusammen. So, da haben wir tatsächlich das erste, ja, Mining-DIMM-Portal. Ich habe mit diesen Sachen hier übrigens noch nie irgendwas gemacht. Ich würde mal behaupten, ja, wo stellen wir das denn mal hin? Es wird wahrscheinlich irgendwann nochmal umziehen, aber erstmal kommen die ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Die stellen wir mal dahin und ach komm. Einfach mal rein da. Ja, das ist so eine Welt, die kennt man auch so ungefähr Pi mal Daumen von Aroma 1997 Core, von dieser Mining World. Nur je nach Config war da halt eben keine Grasebene drauf. Hier schon, ja. Wie kommen wir hier eigentlich zurück? Pass auf, diesen Punkt hier, den falsche Taste, markieren wir uns mal eben schnell mit dem Begriff Portal. Farbe ist egal, wir nehmen einfach ein weißes, ist völlig Wayne. Und ja, hier wäre definitiv ein prädestinierter Ort, um irgendwie eine Quarry oder ähnliches aufzustellen, was übrigens das nächste Ziel wird. Vielleicht fangen wir damit heute schon an, wer weiß, mal gucken. Viel mehr möchte ich hier auch gar nicht machen und deswegen gehen wir wieder zurück, denn das nächste Ding, was wir gleich auch machen, weil wir ja zufälligerweise zwei Enderperlen gefunden haben, dann bauen wir doch gleich diese Nether-Mining-Dim mit dazu. Dann brauche ich dann nur noch eine Stone-Pickaxe, ne? Ja, genau. Pass auf, dann machen wir das gleich mit. Easy going, weil die Nether-Geschichten hatten wir sowieso da. Achso, warte mal. Können wir gleich durchtauschen, genau. Und wir können nochmal eben schnell ein bisschen Erz in den Crusher mit reinschmeißen. Nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, Copper. Ja, komm. Hauen wir so einen Copper-Stack mal eben durch, dann passt das, dann hat er was zu tun. Und die Solarpanel stehen nicht umsonst auf dem Dach. Übrigens, wir sind damit noch nicht fertig. Das Problem war eher, dass uns das Lapis Lazuli ausgegangen ist, ja. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wo sind wir hier? Höhe 64. Also wir sind eigentlich mittendrin. Ah, okay. Ich werde auch das hier mal eben, wieder falsche Taste, markieren. Und zwar auch einfach Portal. Ich hoffe, der hat keine Namensprobleme, sollte aber nicht, weil das hier verschiedene Welten sind. Also da mache ich mir keine Gedanken. Das machen wir so. Und wenn wir schon mal gerade hier rumstehen, dann nehmen wir hier gleich mal das Zeug mit. Inklusive das Quarzzeug. Und ja, da ist jetzt die Frage, also ich würde mich wahrscheinlich irgendwo nach oben bauen, bis es nicht mehr geht und würde dann von oben anfangen, diverse Ressourcen abbauen zu lassen, sofern wir dann irgendwann eine Quarry haben. Müssen wir mal schauen. Aber das ist schon mal cool. Dann haben wir die beiden Dimensionen auf jeden Fall schon mal am Start. Das schreit nach Schlafen gehen. Übrigens, hier nochmal vielen Dank an Bluntbrain. Wir haben ihm wieder, oder was heißt wieder, wir haben ihm eine goldene Turtle gewidmet. Für insgesamt 70 verschenkte Subs auf dem Twitch-Account. Es ist unglaublich. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank. So, dann wollen wir nochmal schauen, was die Quarry so fein kostet. Also wir werden auf jeden Fall erstmal in dieser Standardwelt anfangen. Weil netatechnisch müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Also wir werden erstmal die normale Farming-Welt in Beschlag nehmen. Und die Quarry an sich, das ist nur in Anführungszeichen dieses Grondium. Das ist gar nicht mal so teuer. Die Frage ist nur, ob wir noch genügend Obsidian haben. Und, oh, und Diamanten für die Dia-Pickaxe. Warte mal kurz. Haben wir da. Da wären die Sticks eher das Problem, okay. Chests haben wir da. Ein bisschen was von dem Grondium haben wir auch noch da. Ah, da kommen 8 Stück raus. Ach, das ist ein anderer Block, ne? Das ist ein Maschinenblock. Holy moly. Und das hier ist ein Iron Furnace. Okay, warte mal. Das sollten wir doch hinbekommen hier, oder? Wir müssten vielleicht noch ein bisschen Grondium wieder herstellen jetzt. Ja, müssen wir. Haben wir keine Kisten mehr? Echt nicht? Haben die alle Ach ja, stimmt. Hehe, wir haben ganz viele Kisten verbraucht für die ganzen Drawer, die wir gebaut haben bei unserem neuen Gewächshaus, sage ich jetzt mal. Und daher haben wir da relativ viele Kisten verbraucht. Aber ich habe ja gesagt, wir brauchen die noch. So, jetzt haben wir unsere Quarry. Das ist schon mal gut, aber wie wäre es denn damit nochmal? Tier 1 Upgrade, Tier 2, 3, 4. Ich denke mal, ein Tier 2 Upgrade sollte eigentlich drin sein. Ja, also Dia-technisch und gerade Emerald-technisch brauchen wir gar nicht großartig zu gucken. Aber das T2 Upgrade können wir durchaus machen. Wir sehen schon, increase the quarry size to 9. Ja, also erhöht einfach die Größe der abgebauten Fläche. Das ist aber auch gar kein Problem, weil die ist super simpel
von A nach B zu versetzen. Also wenn dir mit einem Bereich fertig ist, dann schnappst du dir das Ding, setzt es weiter, fertig. Da brauchst du nicht viel machen. Das ist halt super easy. Ja gut, pass auf. Das hätte beinahe funktioniert. Auch das ist wieder ein Maschinenblock. Okay. Wie viele Öfen haben wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber ist okay. Wir hätten auch noch mal eine Chest bauen können. Okay, das war interessant gerade. Naja, was soll's. Ich baue noch mal eine, weil ich es kann. Und dann haben wir schon den Maschinenblock am Start. Und jetzt ist die Frage, haben wir noch genügend Zeug? Jo, haben wir. Das heißt, T1-Upgrade haben wir am Start. Wir haben jetzt noch, ja gut, wir haben 30 Obsidian. Warum ist denn die Schrift so geil? Nicht? Naja, ist egal. So, passt schon. So, pass auf, wir bräuchten... Achso, können wir mal eben reinschmeißen, das Ding. Dann bräuchten wir das T2-Upgrade noch. Und das ist relativ easy. Und somit haben wir schon mal die Quarry am Start. Inklusive Upgrade. Ich habe hier gerade nochmal reingeschaut, ne? Wir haben noch 13 Drawer am Start. Die können wir gleich als Lagersystem dafür benutzen, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Jetzt ist die Frage, warte mal, bei diesen Drawern, hatten wir da noch die Upgrades? Ich glaube nicht, ne? Nee, haben wir nicht mehr da. Keine Storage-Upgrades mehr. Naja gut, ist nicht so schlimm, aber 13 Stück. Ja, ist okay. Des Weiteren brauchen wir noch Energie. Und da müssen wir mal schauen. Also, ich muss mal gucken. Wir haben jetzt hier wie viele auf dem Dach? Ich glaube, 10 Stück waren das, ne? Das sind 100 RF pro Tick. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Brauchen wir nicht. Also, pass auf. Wir nehmen ein paar davon mit. Die Quarry, die muss jetzt auch nicht so ultra schnell laufen, ne? Das ist gar kein Thema. Genau. Nehmen wir die 4 Stück mit. Ich will einfach nur mal testen, wie das Ding funktioniert. Und dann werden wir das sehen. Genau. Des Weiteren. Pass auf. Ich baue jetzt nochmal eben schnell... Nee, warte mal. Haben wir die vielleicht noch da? Die Pipes? Ja, guck mal hier. Basic Item Pipes haben wir da. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rüber und probieren das Ding einfach mal aus. Ne? Darum geht es ja im Prinzip. So, ich stelle den Laden einfach mal Pi mal Daumen grob hier hin. Zack. Nächste Frage, das mit dem Upgrade. Einfach daneben, oder was? Ich habe keinen Plan. Hat das Ding irgendwo... Ah, guck mal hier. Der hat hier so ein Ding. Und hier auch. Verdammt, warte mal. Ich stelle das mal eben da drauf. Dann will ich mal eben gucken, wo die Seite ist, wo das Ding arbeitet. Wir haben jetzt hier noch im Interface von dieser Quarry die Einstellung Redstone required. Requires no Redstone. Und genau das wollte ich gerade wissen, weil hier vorne ist ja diese graue Kante. Und anscheinend fängt er auch genau da an zu arbeiten. Hier bei der hier sollte er nicht arbeiten. Werden wir sehen. Die Sache ist die, ich habe jetzt halt testweise die Solarpanels hier hingeschmissen. Ich würde mal einfach hier dieses Upgrade hinschmeißen. Ja, genau. Hinschmeißen. Und dann sehen wir schon, dass er hier die Größe massiv erhöht. Was wir noch machen könnten, wir können die nochmal eben davor stellen, weil dann sparen wir uns einfach sämtliche Energiekabel dafür. Easy. Wir haben jetzt nur dummerweise keinen Platz, doch klar haben wir Platz, da was anzuschließen. Moment. Und zwar unterdurch. So, Basic Item Gedöns. Da bräuchten wir nachher noch ein Extractor Attachment, das können wir gleich organisieren. Ich glaube, wir haben sogar noch eins, wenn mich nicht alles täuscht. So, und damit... Gehen wir erstmal in diese Richtung, weil wir können dieses Kabel hier wunderbar unten drinnen verlegen. Und dann stellen wir einfach easygoing die Drawer hier oben drauf. So, pass auf. Ich gehe jetzt nochmal eben rüber. Die Chunks hier sind, glaube ich, noch nicht geladen, wenn wir rübergehen. Das machen wir gleich nochmal eben. Wir brauchen auf jeden Fall das Extractor Attachment. Und ich hatte noch eins, oder? Ja, genau. Sehr schön. Da müssen wir auch eigentlich nichts konfigurieren. Hoffe ich jetzt mal. Wir müssen natürlich mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch so ein Müllding bekommen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ja, ist okay, vielleicht. Die Frage ist, für wie lange, ne? So, der kommt damit dran. Genau, und dann sehen wir schon, wie die Items hier rausgezogen werden. Oh, gefährlich. Genau, somit werden die Items hier rausgesogen. Energietechnisch sieht das sogar ganz gut aus. Also da brauchen wir gar nicht so viel mehr. Das heißt auch, wir können dieses Solarpanel erstmal entfernen. Ist relativ slow, erstmal. Aber ganz im Ernst, ich finde, das ist einfach eine stetige Produktionsmöglichkeit. Und genau darum geht's, glaube ich. Nächste Sache ist die. Jetzt machen wir nochmal so ein paar Nachforschungen. Genau, wir sehen hier diese drei Slots. Und ich habe mal gerade in dieser Modifikation nachgeschaut, in der WTBW-Mod. Und hier gibt es tatsächlich Speed-Upgrades und so weiter, ja. Genau, Power-Usage geht natürlich hoch, das ist klar. Aber... Die sind ganz schön... Achso, da bräuchten wir noch diesen Kompressor. Ja, okay. Dann lassen wir das erstmal. Aber die sind auf jeden Fall ziemlich Redstone-lastig, diese Kollegen. Aber gut. Geht eigentlich. Würde ich gerne vielleicht mal ausprobieren. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind schon wieder relativ weit vorangeschritten, was die Zeit angeht. Was wir halt wirklich massiv brauchen für diese Mod,
ist Obsidian. Alles andere läuft eigentlich. Das Coole ist auch, der sammelt gar nicht die Pflanzen ein. Achso, genau, stimmt. Bevor ich es vergesse, FTB-Chunk-Gedöns, dann machen wir diese hier an. Und dann stellen wir fest, ja, scheiße, wir haben ja gar nicht mehr genug Gedöns. Dann machen wir die Pi mal Daumen knappe Variante für diesen einen Chunk hier. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchem steht... Verdammt. Ich habe wieder richtig gutes Placement hier gehabt. Es ist unglaublich. Ich denke mal, wir werden mal in die Config reingehen und das ein bisschen anpassen. Aber das erspare ich euch jetzt. Nee, gut, aber wie gesagt, soweit funzt es erstmal schon mal. Ich lasse das Ding mal ein bisschen laufen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das hier in der nächsten Folge ausschaut. Ansonsten würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat gefetzt. Und ja, habt noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, whatever. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.